There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Der große Ridley Scott inszeniert wieder einen Ritterfilm, geschrieben von Ben Affleck und Matt Damon, die beide mit ihren Kopf- und Gesichtsfrisuren aussehen, als ob sie einen Saturday Night Live Sketch aufführen. Schluckt man das erstmal runter, kann das nach Gladiator ja nur Großes bedeuten, oder? Denn Ridley Scott und Schwerter, egal ob in Sandalen, in Kettenhemden oder in Strumpfhosen, verheißt immer ein Epos. Nun, The Last Duel ist genau das nicht. Und das nicht nur, weil diese Geschichte keine Legende, sondern wahr ist. Ich ging in dieses letzte Duell in gespannter Erwartung des Kampfes. Und auch wenn Ridley Scott damit startet, gehört der erste Shot des Films der Marguerite de Carrouge. Genau wie der letzte. The Last Duel ist überhaupt keine romantisierte Ritterfantasie wie Kingdom of Heaven. Egal wie sehr uns die scheppernden Rüstungen und die galoppierenden Pferde und die zeitgenössische Musik mit ihrer eindrucksvollen Klangkulisse hineinziehen. The Last Duel ist überhaupt nicht das, was ihr erwartet, und das ist verdammt gut so. Denn auch wenn The Last Duel sicher nicht der beste Film des Jahres ist, so ist er der wichtigste. I will not be silent. Wie komme ich zu diesem Urteil? Das Jahr ist noch nicht ganz rum und einen gewissen Dune habe ich schon zum zweifellos besten Kinofilm gekürt. Gerade Dune ist vollgestopft mit der Dekonstruktion unserer Einstellungen zu Religion, Ökonomie, Ökologie, Imperialismus, Kolonialisierung, Krieg, Standesdenken und. Und doch stelle ich The Last Duel in seiner Dringlichkeit über Dune. Zumindest in diesem Jahr noch, denn der neue Dune zeigt uns nur die erste Hälfte des ersten Buches und schneidet damit die meisten Themen nur an. Da drin steckt noch kaum Religionskritik, sogar ganz im Gegenteil. Dynamic is a good word. The Last Duel lässt mich im Moment nicht mehr los. Und das liegt nicht am Duell, liegt nicht an den Rittern, nicht an der Authentizität, sondern es liegt einzig und allein am eigentlichen Thema. Und vor allem, aus welcher Perspektive es erzählt ist. Oder aus wie vielen. What we're doing here is a good dynamic, which is silence. I am telling the truth. We will proceed with the duel. Silence is a dynamic. Ridley Scott's The Last Duel ist wie Akira Kurosawas Rashomon. Wiedererzählt aus drei aufeinanderfolgenden Perspektiven. Eine Erzählidee und eine Erzählebene, wie ihr sie vielleicht schon aus einem anderen Film mit Adam Driver in der Hauptrolle kennt. The Last Jedi. It passed like a fleeting shadow. And I was left with shame. And with consequence. Die ein und dieselbe Geschichte aus drei unterschiedlichen Perspektiven mit völlig unterschiedlichen Interpretationen. Noch mehr wie Rashomon als The Last Jedi ist der gesamte Film um diese drei Erzählstränge herum gestrickt. In drei großen Akten. Staccatohaft über die Jahre hinweg abgerissen und damit etwas anstrengend und repetitiv. Es geht um die unabwendbare Entzweiung zweier Freunde. Des Ritters Sir Jean de Carrouge und des Junkers Jacques Legris. Und wie das zur Vergewaltigung von Marguerite de Carrouge führt. Und wie die Gesellschaft damit umgeht. You knew and you didn't tell me. God will not punish those who tell the truth. Anders als in Rashomon widersprechen sich die drei Perspektiven zwar im Detail, münden aber in einer unabwendbaren Wahrheit, dass Männer Gefangene ihres Egos, ihres Ehrgefühls, ihres Standes sind, dass Frauen zu Zuchtstuten, Statussymbolen und Besitz herabgewürdigt werden, dass beide Opfer des Systems, der Religion und der Gesellschaft sind, eben die wahre Geschichte von der Unfreiheit der Menschen durch Menschen. You are risking my life, so you can fight your enemy and save your pride. And that could render our child an orphan. Ben Affleck und Matt Damon schrieben und produzierten den Film. Zum ersten Mal, seit sie für Good Will Hunting gemeinsam den Oscar einheimsten. Doch ihre Perspektive wäre eine rein männliche gewesen. Autorin Nicole Hall of Sina steuert die weibliche bei. Jodie Comer das Gesicht dazu. Ihre Perspektive wird zur bitteren Wahrheit einer ganzen Welt. Schaut euch um.
Wie oft hört ihr in ähnlichen Konstellationen unterschiedliche Darstellungen der gleichen Ereignisse? Doch wenn jede einzelne dieser Perspektiven in der Sache dasselbe erzählen, nur unterschiedlich gefühlt, lässt das nicht auf eine einzige Wahrheit schließen? Wenn ja, wie gehen wir, die Gesellschaft, mit dieser Wahrheit um? Wen verurteilen wir und wen nicht? Und warum? Lords, Knights, Squires and all other manner of people. Akira Kurosawas Rashomon ist nicht umsonst bis heute eines der wichtigsten Werke der Filmgeschichte, weil es uns den Trugschluss der durch unsere Augen wahrgenommenen Welt vor die Nase hält, auf Zelluloid unveränderbar festgehalten. Ridley Scotts The Last Duel kommt für diesen Meilenstein zu spät, lebt dafür auch zu wenig von seiner Regie, doch zeigt dafür die Grausamkeit einer wahren Geschichte, die vor Jahrhunderten begann, aber bis heute anhält. The Last Duel trifft den Zeitgeist wie eine Lanze mitten ins Herz. Das Duell als Gottesurteil haben wir mit dem Mittelalter längst hinter uns gelassen. Leider ist das bei weitem nicht alles, was dort noch hingehört und nie weg war.